Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Final Fantasy XV in der Ultimate Collector's Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Spiel, der Box und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Spiel und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Final Fantasy XV, das Ganze aus dem Jahr 2016. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Gaming. Jawohl, Final Fantasy XV, es ist, wie der Titel vermuten lässt, der 15. Teil dieser Serie, dieses Spiels. Wir haben hier die Box für die Xbox One in diesem Fall. Auf dem Cover haben wir hier zwei Charaktere des Spiels. Unter anderem ist hier der Protagonist, die Hauptfigur des Spiels drauf, Noctis. Ansonsten haben wir hier unten noch zwei 12er. Einmal einen USK-12er und einen FSK-12er. Bedeutet, wir haben hier sowohl einen Film bzw. eine DVD drinnen, als auch natürlich das Spiel. Und dann haben wir hier auch noch einen 16er. Ja, hier unten rechts lesen wir noch Square Enix. Das ist der Veröffentlicher bzw. die Studios, die das Ganze rausgebracht haben. So sieht das dann auf der Seite aus. Xbox One, Final Fantasy XV, Ultimate Collector's Edition, also XV ist ja römisch 15. Weitere Charaktere kommen hier zum Vorschein. Auf der rechten Seite ist das Ganze ebenso. Hier kommt auch noch einer zum Vorschein. Also insgesamt 4 Charaktere hier abgebildet. Hier lesen wir auch wieder Final Fantasy XV, Ultimate Collector's Edition. Unten ist das Ganze hier in diesem dunkel-schwarz-blau-metallic. Auf der Oberseite lesen wir auch wieder Final Fantasy XV in dieser Metallic-Optik. Und hier auf der Rückseite haben wir noch den Schriftzug plus Ultimate Collector's Edition. Und natürlich hier dann noch die Infos zum Spiel, die technischen Details und einen Barcode. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Das Ganze lässt sich hier öffnen. Wir haben hier so eine kleine Lasche. Und dann kann man das hier wunderbar aufmachen. Und dann kommen wir auch schon zum Inhalt. Wie wir sehen, ist eine Box hier drinnen, eine schwarze Box. Wir schauen mal ganz kurz, ob wir die hier am besten rausziehen können. Ich denke, das wird am besten sein. Moment. Jawohl. So, ziehen wir mal raus. Und so sieht das Ganze dann aus. Die Box an sich, also die äußere, die Verpackung ist jetzt leer. Packen wir mal wieder zusammen die Box. Und dann schauen wir uns mal diese Box hier an, die hier zum Vorschein gekommen ist. Die kommt hier in schwarz, ist auch wieder mit einem Sticker entsprechend gekennzeichnet. Und zwar lesen wir hier auch wieder Final Fantasy XV. Ist jetzt etwas schwer in dem Licht, aber ja, oh ja, jetzt Final Fantasy XV Ultimate Collector's Edition. Ansonsten von allen Seiten hier schlicht in diesem Dunkelgrau. Von allen Seiten. Und dann machen wir auch hier mal auf. Auch hier wieder so eine kleine Kartonlasche. Dann können wir hier aufmachen. Und dann kommt uns hier Folgendes entgegen. Und zwar sind hier nochmal zwei Boxen drin. Einmal diese hier in schwarz und weiß. Und dann hier eine zweite, die deutlich schwerer und auch deutlich farbenfroher gestaltet ist. So, Box Nummer 2. Dann können wir auch diese hier wieder zusammenpacken und zur Seite legen. So, also wir haben hier zwei Boxen. Einmal diese. Ich würde sagen, wir starten mit der schwarz-weißen. Die restlichen Sachen legen wir dabei noch zur Seite. Und dann schauen wir uns das mal an. Also, auch hier natürlich wieder Final Fantasy XV zu sehen. Play Arts, Action Figure und Noctis lesen wir hier. Ultimate Collector's Edition. Square Enix Products. Okay, also wir haben hier eine Action Figur drin. Hier hinten noch die Infos. Und auch hier schauen wir natürlich rein und da kommt sie auch schon zum Vorschein. Also, mehr ist ja nicht drin, die Box ist jetzt leer.
Auch diese Box packen wir mal zur Seite. So, und das ist dann die Figur. Und zwar haben wir hier die Figur von Noctis, von der Hauptrolle. Die kommt hier in so einem Plastikcase. Und zwar haben wir hier diverse Hände, die wir austauschen können scheinbar. Sowohl mit Handschuhen als auch ohne. Dann hier seine Schwerter und generell seine Waffen. Und auf der Rückseite haben wir dann zusätzlich auch noch weitere Teile, um ihn hier so auszustatten und dann wahrscheinlich hier mit dieser Plattform entsprechend zu verbauen. Ja, also, das ist der erste Inhalt der Box. Diese Actionfigur der Hauptperson, des Hauptcharakters. Packen wir mal auf die Seite. Und der gesamte restliche Inhalt befindet sich jetzt in dieser Box. Also die ist hier deutlich ansprechender gestaltet in meinen Augen. Also nicht einfach nur schwarz-weiß, sondern hier tatsächlich sehr farbenfroh. Sieht so aus, als wäre das Ganze hier so bemalt worden. Das zieht sich hier komplett um alle Seiten, diese Optik. Also dieses Gemälde geht hier wirklich rundum. Oben haben wir hier einmal erneut, Moment, so, den Final Fantasy 15 Schriftzug. So sieht das aus, glänzt hier wunderschön. Und unten haben wir dann noch hier einen Balken, der auch hier wieder glänzt. Okay, dann machen wir hier mal auf. Hier links das Ganze hier mit Magnetverschluss. Das kommt hier zum Vorschein und wenn wir es einmal drehen, so, dann sehen wir hier, was sich hier drin befindet. Von innen ist das Ganze hier auch wieder gestaltet in so einem Muster. Und hier kommen dann die nächsten Boxinhalte zum Vorschein. Und zwar haben wir hier einmal das Spiel an sich, wie gesagt, Ultimate Collector's Edition in einem Steelbook. Dann haben wir zusätzlich den Special Soundtrack. Dann mit dabei eine Blu-ray, deswegen hatten wir auch hier ein FSK-Logo zusätzlich zum USK-Logo auf dem Boxcover. Und als vierten Boxinhalt hier drinnen haben wir noch ein Buch. Ein Artbook. Jawohl. So, jetzt ist diese Box hier leer. Wie wir sehen können, hier so schwarze Halterung drin, mit der das Ganze entsprechend in Form gehalten wird und dass die Inhalte dann nicht so drin rumfliegen. Die Box packen wir auch mal zur Seite. Und dann würde ich sagen, starten wir direkt mal als erstes mit dem Spiel. So, also das Spiel kommt hier wie gesagt in einem Steelcase. Ah nein, das ist nicht das Spiel, das ist der Soundtrack. Aber jetzt, so, das ist das Spiel. Final Fantasy 15 Ultimate Collector's Edition. So sieht das aus. Auf der Seite auch wieder beschriftet. Hier lesen wir auch noch, was sich genau drin befindet. Also einmal Final Fantasy 15 und auch Kingslave Final Fantasy 15. Okay. Ja, also das Backcover, die Rückseite ist hier entsprechend mit Kingslave beschriftet. Und wenn wir hier reinschauen, dann haben wir auch entsprechend zwei Discs. Und zwar einmal das Spiel. Und dann einmal hier die DVD scheinbar, Kingslave. So, dann schauen wir mal rein, beziehungsweise Blu-ray ist das sogar, keine DVD. Einmal hier das Spiel. Und dann hier die Blu-ray-Disc. Hier lesen wir es. Und dahinter auf der Rückseite kommen diese Schriftzüge hier zum Vorschein. Gut, einmal, zweimal packen wir wieder zurück. Und dann haben wir hier noch Einleger. Einmal diesen hier. Das sind die gesamten Unterschriften, glaube ich, der Beteiligten. Also, die haben sich hier verewigt auf dieser riesen Wand, auf dieser Collage. Genau, hier steht es vom Final Fantasy 15 Team. Und hier steht dann auch noch, grau kann man hier lesen, danke für eure Unterstützung. Und dann haben wir hier auch noch einen
Season Pass mit dabei. Okay. Gut, also das noch als Bonus oben drauf. Packen wir beides hier wieder zurück in die Halterung. Und dann haben wir ein zweites Steel Case. Und zwar das zum Soundtrack. Special Soundtrack lesen wir hier. Auf der Seite Special Soundtrack und Brotherhood Final Fantasy 15. So sieht die Rückseite aus. Auch hier wieder ein Steelbook. Natürlich. So, auch hier haben wir wieder Einleger. Und hier dann beide Blu-rays. Also hier Special Soundtrack, steht hier auch Blu-ray. Und Brotherhood auch. Also Brotherhood sieht so aus. Und dann entsprechend der Special Soundtrack, der sieht so aus. So, dann haben wir auch hier wieder Einleger. Hier gibt es dann noch so Bonusinhalte, also Content. Hier steht Game Add-on Download aus dem Xbox Store. Kann man sich dann noch zusätzliche Sachen runterladen. Und auch hier haben wir nochmal eine extra Blu-ray-Hülle zu eben King's Glaive. So, sieht das aus. Das ist die Blu-ray. Und so sieht das hier drinnen aus. Also auch hier wieder so ein Einleger und rechts dann die Blu-ray an sich. Kaufversion nicht zur Vermietung freigegeben. Okay. Gut, soweit zu den Spiel- bzw. Blu-ray-Discs. Und dann haben wir hier noch dieses Artbook. Hier haben wir wieder das X und das V in Blau- und Glanzoptik. Darunter The Art of Final Fantasy. Auf der Seite ebenso. Und auf der Rückseite nochmal den Schriftzug und solche kleinen Grafiken. Ja, das gesamte Buch, also ein Artbook. Hier gibt es nichts zu lesen. Hier ist wirklich alles voll mit Grafiken, mit Bildern. So sieht das aus. Also hier die einzelnen Charaktere, aber natürlich auch Landschaften, Entwürfe, Skizzen, Monster. All das kann man hier nachsehen. Ist echt ein dickes Buch. Ich werde das jetzt nur so schnell mal durchgehen. Sonst würde das Video echt zu lange werden. Ja, also ihr seht selbst, hier gibt es einiges anzuschauen. Okay, und zusätzlich haben wir dann hier auch noch ein Poster bzw. eine Karte mit dabei. Ja, die wollen wir uns mal kurz näher anschauen. Dafür müssen wir sie hier auffalten. Also wir sehen können, einseitig bedruckt. Und hier haben wir eine Riesenmap. So sieht das aus. Damit man sich dann im Spiel etwas besser orientieren kann. Und hier sind auch so die wichtigsten Punkte eingezeichnet. Und hier unten haben wir dann sogar auch noch eine sehr detaillierte Legende. Also wo hier genau steht, was welcher Punkt zu bedeuten hat, beziehungsweise was es dort gibt. Ja, also all das hier im Teil beschrieben. Gut, dann packen wir auch dieses Poster, diese Landkarte wieder ein. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Landkarte, dieses Poster hier einseitig bedruckt im Querformat. Das kommt hier als zusätzlicher Inhalt des Artbooks. Dann haben wir die Blu-ray zu King's Glaive. Den Special Soundtrack hier im Steelbook. Ebenso natürlich wie das Spiel, auch hier im Steelbook. Zusätzlich diese schwarz-weiße Box hier, die beinhaltet die Actionfigur. Diese hier. Und dann haben wir eben noch die zweite Box, die hier so bunt gestaltet ist. Hoppla. Und diese beinhaltet, wie gesagt, die Steelbooks, die Blu-ray
und auch das Artbook. Jawohl, also das alles, diese Boxen in der Box mit dabei. Packen wir mal wieder zur Seite. Und diese Boxen, die eben gezeigt, die sind auch nochmal hier in dieser Box drinnen. In dieser schwarzen Kartonbox mit dem Sticker gebrandet. Und das alles gibt es dann in dieser Box. Jawohl, Final Fantasy 15 in der Ultimate Collector's Edition. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Spiel bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr das Spiel feiert, falls ihr Final Fantasy unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.